Hallo zusammen zu einem weiteren Produktvideo. Und zwar habe ich heute mal nichts fürs iPad, denn ich habe ja sehr viele Sachen fürs iPad getestet. Diesmal für iPhone, iPod Touch und iPod Classic, und zwar alle durchgehenden Modelle. Und zwar den H1 Touch von Luxa 2. Ich zeige euch, hier seht ihr schon mal das schöne Modell. Ich zeige euch erstmal hier die Verpackung, weil die finde ich auch wirklich sehr, sehr cool. Hier seht ihr nochmal Luxa 2 Smaller is Better H1 Touch. So sieht das dann nachher aus, wenn man den benutzt. So sieht's nochmal aus, nochmal so das gleiche. Und ja, ich finde die Verpackung schon wirklich sehr, sehr cool gemacht. Die Verpackung ist natürlich nicht das Wichtigste am Produkt, aber sie verstärkt immer nochmal so den Eindruck, den man davon hat. Und mein Eindruck vom gesamten Gerät ist, dass es sehr, sehr gut ist. Aber ich zeige euch erstmal, was das Ding dann eigentlich machen kann und soll. Und zwar kann man hier dann sein iPod Touch iPhone reinlegen, wenn man das denn möchte. Und ich denke, das möchte man, wenn man den gekauft hat. Und dann kann man hier einfach festzurren mit diesen sehr, sehr einfach verstellbaren Mechanismen, mit diesen Greifarmen. Und dann ist das da wirklich felsenfest drin. Das hier sind so gummiartige, das ist eigentlich Gummi, sehr gummiartige Pinöppel. Und das hier ist auch gummiartig, das sehr, sehr rutschfest ist. Das heißt, da muss man sich schon wirklich anstrengen, wenn man da den iPod irgendwie kaputt machen will. Das heißt, indem er runterfällt oder so, das ist eigentlich gar nicht möglich. Ansonsten ist das komplette Gerät hier aus Aluminium. Das ist, wirkt natürlich sehr, sehr edel dadurch alles. Und hier sieht man nochmal Luxa 2 eingraviert. Und hier sind so zwei kleine Kristalle, die das, die den edlen Eindruck nochmal verstärken. Also finde ich wirklich sehr, sehr cool. Wenn man den iPod dann hier drin liegen hat, am besten machen wir das gleich mal, damit ich euch das mal in der Praxis zeigen kann. Ich habe hier den iPod Touch 4G, der ist wirklich sehr, sehr dünn, eigentlich das dünnste Gerät, was hier dann so drin ist. Und was man da machen kann, zum Beispiel, man kann ihn ganz einfach so bedienen, wenn man das möchte, kann ihn aufsliden, kann Spiele spielen, was auch immer. Man kann ihn natürlich auch in den Querbildmodus drehen, um Video zu gucken, YouTube und so weiter, oder was man da auch immer gerne machen möchte. Man kann aber nicht nur sozusagen so drehen, sondern man kann auch noch den Winkel verstellen, wie man denn jetzt genau gucken möchte. Man kann sogar hier auf den Kopf drehen, wenn man das denn so haben möchte. Das heißt, da ist man wirklich sehr, sehr frei in seinen Entscheidungen, aber ich habe ihn lieber irgendwie so herum. Und was mir als einziges negativ aufgefallen ist, ist, dass durch die Dünne des iPod Touches hier wirklich sehr, sehr viel übersteht. Das ist natürlich der Nachteil, wenn man das für viele verschiedene Modelle entwickelt. Das heißt, iPhone 4 oder iPhone 3GS, wie man es denn haben möchte, das ist natürlich deutlich dicker. Für das passt das dann hier auch besser, weil jetzt, wenn man hier zum Beispiel spielt, kommt man da vielleicht mal dran, aber das ist auch eher die Seltenheit. Also so, was ich so festgestellt habe, ist, dass man da nicht so oft dran stößt, aber es kommt natürlich vor, aber bei iPhone-Modellen dann eher nicht so oft. Ja, ansonsten kann ich wirklich nicht viel Negatives sagen, was ganz cool ist. Man könnte sogar so heimlich hier eine Kamera installieren, das heißt, das guckt ihr so rüber, könnte man sein Zimmer abfilmen, wenn man das denn möchte. Ansonsten hier hinten könnte man noch ein Kabel durchführen lassen. Und was mir noch im Vergleich zum X-Stand aufgefallen ist, ist, dass das hier nicht wackelt. Das heißt, man kann hier wirklich draufdrücken, wie man will, da hebt nichts ab mit ganz viel Druck. Und der steht wirklich bombenfest, felsenfest und ist wirklich ein richtig cooles Gerät, das auch einen guten Preis hat, den ich sehr, sehr fair finde, und zwar 34,99 €, das heißt rundet 35 € für ein wirklich sehr, sehr solides, gutes Gerät. Wer das braucht, zum Beispiel zum Videos gucken, oder ich benutze es natürlich jetzt auch weiterhin für meinen App-Reviews, damit der iPod einfach mal ein bisschen stillsteht vor der Kamera. Dafür kann man das Geld dann auch wirklich investieren. Und guckt mal auf die Seite Luxa 2. Ich habe da auch direkt einen Link hier in der Beschreibung. Da könnt ihr dann nochmal reingucken. Und ja, ich habe hier jetzt erstmal nichts mehr zu sagen und ich bin raus hier. Ciao.